Mithilfe der Zunge Klavier spielen, das ist der große Traum eines gelähmten Jungen aus Amerika. Mithilfe eines Ingenieurs aus Baden-Württemberg soll dieser Traum in Erfüllung gehen. Willkommen zur Landesschau. Das Klavierspielen ist die große Leidenschaft des 15-jährigen Alberto aus Los Angeles. Er ist ein fantastischer Pianist mit einer Einschränkung. Er kann die Pedale nicht benutzen. Für einen Klavierspieler eine Katastrophe. Mit 3 Jahren wurde ein Tumor an seiner Wirbelsäule entdeckt. Seitdem ist er von der Hüfte abwärts gelähmt. Die Pedale unerreichbar für ihn. Das wollte Rüdiger Rupp, ein Ingenieur an der Uniklinik Heidelberg, ändern. Jahrelang hat er fieberhaft an einer Lösung gearbeitet. Jetzt haben die beiden sich getroffen. Es ist Albertos erster Aufenthalt in Europa. Für eine Premiere. Der 15-Jährige ist auf dem Weg zur Erfüllung seines großen Traums. Endlich mit Pedalen Klavier zu spielen. Alberto, this is the alte Aula of the University of Heidelberg, you know. Oh mein Gott, das ist mehr als großartig. Wow, ich habe noch nie so einen Ort gesehen. Ich fing mit dem Klavierspielen an, nachdem ich Krebs hatte. Der eigentliche Grund war, dass ich Fingerübungen machen musste. Damals war er 4 Jahre alt und hatte bald nur noch einen Wunsch: ein eigenes Klavier. Eine gemeinnützige Stiftung fragte mich: Was ist dein Traum? Da sagte ich spontan: Ein Klavier. Sie verstanden nicht, warum ausgerechnet ein Piano. Aber so bekam ich mein erstes Klavier. Inzwischen spielt Alberto virtuos, hat ein Stipendium an einer renommierten Musikschule in Los Angeles. Doch die Pedale kann er nicht benutzen. Das schränkt ihn ein. Hoffnung gibt ihm Rüdiger Rupp, Ingenieur an der Universitätsklinik in Heidelberg. Seine zahlreichen Erfindungen haben ein Ziel. Querschnittgelähmte Menschen, die haben mir es eh angetan, aus dem einfachen Grund, weil meistens, die hatten einfach mal eine Sekunde wirklich Pech. Und ich glaube, ich habe mich dem verschrieben, dass ich versuche, letztlich denen so viel Funktionen, wie es irgend geht, zurückzugeben. Ganz schön was los hier. 8 Jahre hat er daran gearbeitet, Alberto zu helfen. Und heute ist der Tag, an dem der 15-Jährige, wenn alles klappt, zum allerersten Mal mit Pedal spielt. Dank dieser Beißschiene. Mit der Zunge kann Alberto über Funk einen Elektromotor betätigen, der das Pedal für ihn bewegt. Ich wollte schon immer erleben, wie es ist, wenn alles, was ich weiß, zusammenkommt. Ich kann mir vorstellen, nein, ich weiß, das wird alles verändern. I know it will really change everything. Should we try it? Oh yeah. Yeah? Pedal moves? Yes. Is it in? Mm-hmm. Okay. Everything fits. Mm-hmm. Und dann ist es endlich soweit. Für beide, Spieler und Ingenieur, wird nach 8 Jahren ein Traum wahr. Ich hatte eben Tränen in den Augen und das passiert mir äußerst selten, voran sind es nicht meiner Frau. Es kommt selten vor, es kommt echt selten vor. 3 Tage später, die musikalische Weltpremiere in der alten Aula der Universität Heidelberg. Albertos erster öffentlicher Auftritt mit seiner Funkbeißschiene und dem Elektromotor. Eine Erfindung, für die es schon Anfragen aus aller Welt gibt. Das ist so toll gemacht. Es ist einfach ein Wahnsinn. Es ist am richtigen Menschen gelandet. Ich bin so glücklich. Ich kann es gar nicht glauben. Das war der Anfang. Das war definitiv der Anfang. Jetzt geht's weiter. Alberto und seine Familie sind überglücklich. Doch schon bald können auch andere gelähmte Pianisten von dieser Erfindung profitieren.